Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Am 19. Februar hatte die FIA noch die Ausschreibung für ein einheitliches Getriebe für die Saison 2021 gestartet, knapp einen Monat später wurde die Ausschreibung verschoben und nun wurde sie komplett gestrichen. Aus Kostengründen sollte sie kommen, doch die FIA ist der Meinung, dass man den Teams mehr Freiheit lassen sollte. Zum einen hat es auch etwas mit dem Performance-Unterschied zu tun, zum anderen sei die Zuverlässigkeit der Kraftübersetzung ein Thema. Nur X-Track hatte sich für das Einheitsgetriebe beworben, vier Bewerber sollten es eigentlich sein. Das Regelwerk für die 2021er-Saison soll Ende Juni kommen. Die einheitlichen Teile am Boliden, die definitiv kommen sollen, sind die Felgen, die Bremsen und das Benzinsystem. Nächstes Thema. Wie man bereits im Titel lesen kann, wurden zwei Chefingenieure bei Ferrari entlassen. Zum einen wäre da Alessandro Cinelli, Chef der Abteilung Aerodynamik des SF90, der das Team verlassen hat, weil das Aerodesign dieses Fahrzeugs nicht wie erwartet funktioniert hat, gerade die vordere Hälfte. Zum anderen wäre da Giacomo Tortora, der Leiter der Entwicklungsabteilung des Boliden und für die Reifen. Er wurde Samstagmorgen auch von der Scuderia entlassen, da das Team vor kurzem ein Problem in der Vorderradaufhängung des SF90 festgestellt hat. Wichtig ist aber auch, dass diese beiden Personalien entlassen worden sind, bevor Charles Leclerc in Q1 ausgeschieden ist. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen? Dann abonniert doch den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.